Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von XCOM Enemy Unknown. Und wir haben neue Forschungen, die wir machen können. Das ist die Priorität, das Äthergerät aus dem Äther-Schiff. Aber ich will natürlich auch erstmal wissen, was es mit diesen Mutons und diesen Ätheren überhaupt auf sich hat. Wir werden mal eine Runde an diesen rumautopsieren. Als wäre der normale Muton nicht schon problematisch genug, hielten die Aliens offenbar verschiedene dieser Eliten für spätere Phasen ihrer Invasion zurück. Tja, in späteren Phasen mussten sie etwas früher anfangen als gedacht wahrscheinlich. Gucken wir doch mal ins Lagezimmer. Dank der Aliens konnte unser Ingenieurteam mit nur einem Schiff herkömmliche Raumfahrtforschung im Wert von Milliarden Dollar überflüssig machen. Ja, hier brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Satelliten dann. Erforsche das Äthergerät. Ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Die Panik hat sich leider nicht abgeschwächt, nachdem wir dieses tolle Schiff abgeschossen haben. Ein Newton-Observationsratsbericht in 9 Tagen, dann haben wir wenigstens wieder Geld. Ich glaube, das müssen wir in Rüstung oder so investieren, ne? So, das Elite-Muton. Als hätten die normalen Mutons unsere Soldaten noch nicht genug Probleme bereitet. Die Aliens haben offenbar noch Elite-Versionen dieser Spezies in der Hinterhand gehalten für die späteren Phasen der Invasion. Auch wenn sie die zweifelhafte Ehre haben, als Wächter in der Hierarchie auf der Aliens zu dienen, zeigte unsere Autopsie physiologisch wenig Neues auf im Vergleich zum gewöhnlichen Muton. Neben verschiedenen Verbesserungen ihrer Rüstung ist die leicht erhöhte Intelligenz der wichtigste Unterschied, der sie zu noch effektiveren Kämpfern macht. Wenn sie weitere Details, blablabla, gut, das kennen wir dann schon. Verdammt. Die sind aber auch wieder krass gepanzert. Wir brauchen mehr Panzerung auf jeden Fall. Dann noch den Ätherer. Dieses Exemplar scheint ganz oben in der Alien-Hierarchie zu stehen. Und das aus gutem Grund. Wie Sie vielleicht schon gesehen haben, ist es vom Körperbau her absolut nicht kampftauglich. Diese Ältesten verfügen jedoch über einen unglaublichen Speicher an psionischer Energie. Das erklärt, warum andere Spezies ihnen untergeordnet sind. Ja, das könnte es erklären. Die machen sich die einfach alle zu Willen. Scheiße. Das ist doch Kacke. Da werden wir wahrscheinlich auch öfter mal unter dem Willen der Äthere dann stehlen. Oh, und wir bekommen neue Schauplätze. Commander, es gibt mehrere Berichte über neue Entführungen. Die Orte sind auf dem Holoclock markiert. Ja, und wir haben natürlich auch 2. Da wird uns bestimmt ein Staat dann abspringen. Aber ich brauche keine Wissenschaftler, ich brauche Kohle. Ich brauche echt viel Geld. Und deswegen müssten wir wahrscheinlich nach Südafrika gehen. Da schwächt sich dann die Panik dort ab. Argentinien. Wie sieht es denn in Südamerika aus und wie sieht es denn in Afrika aus? Afrika, Südafrika, Nigeria sieht total schlecht aus. Mexiko, naja, Brasilien geht noch. Ja, dann müssen wir wohl Afrika machen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Oh Mann, da werden wir sicherlich auf einen Ätherer oder sowas treffen. So, was haben wir denn jetzt? Ach, der Herr Garcia ist auch da. Ach, weil unser Herr Nasim noch verwundet ist. Der braucht aber auf jeden Fall hier eine bessere Rüstung. Und wir haben gar kein Dingsbums für ihn. Da müssen wir nochmal kurz zurück. Wir brauchen noch entweder einen Chitinpanzer oder eine Nanofaserweste. Hier, er ja hat die bestimmt. Oder? Nee. Wer hat denn noch eine Nanofaserweste übrig? Sie hier. Ich wusste doch, dass mir da eine fehlt. Ah, und sie hat auch noch eine. Gib das mal wieder zurück. Ja, und die hier auch. Die können unsere Scharfschützen doch so gut gebrauchen.
Achso, ja, der Herr Nasen ist ja sowieso gerade verbündet. So. Sieht das doch auch wieder besser aus. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz auf die Analyse. Ob irgendwas davon dasteht, wie viele Aliens wir hier generell immer erwarten dürfen. Nee, das steht nicht da. Das steht nur bei den Schiffen, wenn man die abschießt, wie es aussieht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Eine Waffenplattform haben wir ja noch nicht gebaut. Und ich drücke jetzt auf Start. In der Hoffnung, dass in Afrika sich dann die Panik etwas abschwächt und wir keine Soldaten verlieren. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Wir werden bestimmt Mexiko verlieren. Der Schauplatz dieses Einsatzes liegt in Südafrika und wir müssen uns beeilen. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Mit einem hübschen Springbrunnen dazu. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Na, das sieht doch sehr hübsch aus hier. Uns langsam ein wenig vor, denn ich denke, wir werden auf Elite-Mutons treffen und Schweber, die sich wahrscheinlich dort in dem Gebäude aufhalten werden. Weil woanders kann ich es mir kaum vorstellen. Die Karte ist hier zu Ende, da zu Ende. Geht noch ein Stück weit nach da hinten, aber nicht allzu weit. Die müssen sich einfach in diesem Gebäude aufhalten. Deswegen müssen wir uns auch ein bisschen voranpirschen. Wir haben auch zwei schwere Einheiten, das ist schon mal ganz gut. Wir können auch dann eine Runde Feldposten. Und auf Feldposten setzen. Puh. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass es nichts Schlimmes ist. Wir werden es ja vielleicht an den Geräuschen erkennen. Das hört sich doch an wie ein Sektopod. Ich will kein Sektopod. Und wie wir sehen wir noch nichts. Auch hier sehen wir nichts. Ich schleiche mich mal so ein bisschen Richtung Tür an. Und ich schleiche mich mal so ein bisschen Richtung andere Glasfront an. In der Hoffnung, dass wir nicht zu schnell entdeckt werden. Aber ganz langsam. Schritt für Schritt. Vielleicht sind sie auch hinter dem Haus. Scharfschützen auf Feldposten ist immer ganz gut. Feldposten, sage ich nur. Ich höre ein leichtes Grunzen. Das beunruhigt mich gar nicht. Niemals würde mich das beunruhigen. Ach du Scheiße, da sind sie schon. Das sind total viele Mutons und ein Berserker.
der wird das sicherlich gleich durch die Wand stürmen oder irgend sowas. Kann ich mir vorstellen. Der Scharfschütze hat anscheinend keine Sicht. Ja, bleibt uns so übrig, so ein bisschen ein paar Feldposteneinheiten machen zu lassen. Draußen fährt gerade der Rettungswagen lang. 26. Gedankenkontrolle wäre jetzt vielleicht nicht das Schlechteste, vor allen Dingen bei dem Elite-Muton. Würdest dir wünschen, du wärst zu Hause geblieben? Ja, das wünsche ich mir gerade. Wen haben wir denn jetzt noch gerade? Wer ist denn jetzt noch ausgewählt? Hallo? Hallo? Achso, die Frau Emma. Und es scheint hier drin ruhig zu sein. Dann können wir uns vielleicht auf die Newtons kondensieren. Hoffe ich. Wir werden sehen, ob sie rauskommen. Wir Gelegenheit haben, ein paar Feldposteneinheiten. Was macht der denn jetzt? Das kann ich auch. Ab durchs Fenster. Ob das so viel bringt? Sie haben mich flankiert. Liege unter Feuer. Ja, das liegst du. Aber mach dir nichts draus. Scheibenhonig. Ich brauche bessere Rüstungen. Ich brauche definitiv bessere Rüstungen. Jetzt kriegt er eine verpasst, oder? Sagte nur. Puh, Gott sei Dank nicht getroffen. Sieht sie den Berserker? Ja. Fahrzeug brennt. Das ist aber eher ungünstig. Und wir müssen uns ein wenig zurückziehen, da das Fahrzeug Feuer gefangen hat. So, das Elite-Muton steht hoffentlich nicht mehr allzu lange. Es hakt gerade etwas. Ich hoffe, das gibt sich gleich wieder. So, und jetzt ist erstmal das Elite-Muton dran. Made my day. Och nö. Einen noch gar nicht niedergemetzelt, da kommen schon die nächsten. Das muss aber nicht sein, unbedingt. Ich nehme mal den mit 53, vielleicht bringt's was. Nee, gar nichts. Egal welches Muton wir jetzt hier abschießen, das ist nicht unbedingt prickelnd. Daneben. Schuss hat nicht gesessen. Schlecht. Er hätte vielleicht was markieren können. Ja, dann bleibt uns ja nicht viel anderes übrig, außer die Mutons so ein bisschen versuchen, in die Luft zu jagen, eventuell. Schießen ihnen einfach den Schutz weg. Hoffe ich mal. Nehmen direkt eins mit. Ich
Ja, hätte ja besser nicht sein können, der Schuss. Hier hinten sind wir noch mit den Mutons, mit denen haben wir noch zu tun, das bleibt noch in Deckung. Vielleicht können wir ja eins übernehmen, wenn die Emma die Möglichkeit hat. Sie flankieren meine Position. Ah, 8 Schaden. Das ist schon nicht wenig, was die mit ihren schweren Plasmawaffen hier anrichten. Den könnten wir doch eventuell Gedanken kontrollieren oder so. Und der schießt zum Glück vorbei. Hier kommt noch einer, da kommt noch einer. Ah, oh, das sind einfach zu viele. Was kommt denn da noch? Noch einer? Ihr wollt mich wohl veralbern. Wie viele Mutons sind denn hier auf diesem Stützpunkt? Gibt's doch gar nicht. Das Auto hatte Feuer gefangen. Ich glaube, die schredder ich jetzt einfach. 3 müsste ich ja erwischen. Schuss ist blockiert. Aber hier haben wir 90%. Versuchen wir es einfach. Das Zielsystem ist voll. Ja. Ein paar haben wir auf jeden Fall erwischt. Ist ja nicht unbedingt schlecht. So. Na, schauen wir mal. Vielleicht können wir ja einen übernehmen. Am liebsten das hier. 76%. Aber wir versuchen es trotzdem. Ah, das hat funktioniert. Sehr schön. Dann müssen wir uns jetzt nur noch um die hier kümmern. Der ist schon verwundet. Der hat 65. Der hat 95. Der ist auch schon verwundet. Sehr schön. Puh. Ach nö. Leute, was macht ihr denn? Ach, das ist dieser Berserker, oder? Der da jetzt gerade noch aufgetaucht ist. Machen wir eine Runde Deckungsfeuer. Ah, ich krieg gleich die Krise. Echt? Noch ein Berserker. Erde. Von da nach da. Ah ja. Natürlich. Mach ich auch immer. Um die Ecke schießen, wie bei Wanted. Der ist ja schon verwundet. Sollte funktionieren. Ah, ey. Ich hoffe, die Züge enden bald. Ich habe echt Panik, dass wir hier wieder drauf gehen oder einen verlieren. So, das Elite Muton haben wir erstmal. Ja, der Tod prasselt nieder, ich weiß schon. Aber es dürfte eigentlich nichts großartig passieren, außer dass jetzt einer eine Granate wirft, wie immer. Ich hasse Granaten. Der Berserker macht gar nichts. Warum das? Haben wir ihn eingeschüchtert? Glaube ich zwar eher nicht. So, jetzt müssen wir ja eigentlich ihn unter Kontrolle haben, oder? Das heißt... Ah, cool. Wir können voll einen auf Alien machen. Jetzt
voll ein auf dicke Hose mit dem Alien hier. Der Berserker regt mich immer auf, der frisst so viele Treffer. Oh, Gott sei Dank, ey. Ausgeschaltet. 67. Na, Gott sei Dank. Und es werden immer weniger, es werden immer weniger. Sehr gut. Sie sieht auch nur ein. Kann zwei mentale Angriffe auf einmal ausführen, wie es aussieht. Nicht schlecht. Er sieht von da aus nichts, na gut. So, dem Pedersen haben sie die Deckung etwas weggeschossen. Er sieht auch nur ein Alien, das er dann auch hoffentlich gleich mit in den Abgrund reißt. So, und die machen sich hier gegenseitig fertig, habe ich das Gefühl. Ist ja auch nicht schlecht. Soll ja nicht unser Schaden sein, wenn die sich hier gegenseitig die Hucke vollhauen. Da können wir wenigstens auch so ein bisschen hier hinten rum noch erkunden. So, wer ist denn am schwersten verwundet? Ich glaube hier hinten, ne? So, jetzt geht's los. Du heilst. Beruhige dich. Medkits heilen alles, Mann. Alter. Wir machen unser kleines Telekinesefeld. Mein Verstand ist mein Schild. Sieht auch sehr schön aus, muss ich sagen. Es hat schon was Schickes. Und ich hoffe ja, dass wir nachher den Newton, wenn er sich dann losreißt, den Arsch aufreißen können. Mal grob gesprochen. Wir sehen das andere Newton hier nicht, was sich um die Ecke befindet. Wir müssen uns auf jeden Fall eine bessere Sicht verschaffen. Er hat hier eine gewisse Chance, ne? Gucken wir mal, ob wir die nutzen können. Perfekt! Und weg. Hier geht die Munition aus. So, sind denn hier noch Aliens oder ist das da das einzige Alien, was noch da ist? Kann er nicht Selbstmord begehen? Ja, das sieht doch gut aus, Alien-Granate. Ja, bin ich mir hundertprozentig sicher. Schick, ne? So, können wir die Gedankenkontrolle abbrechen? Nee, weil wir können nämlich nicht auf dieses Alien zielen. Das ist ein bisschen doof. Wo ist denn noch unsere andere schwere Einheit? Die hat doch bestimmt noch die Möglichkeit, da irgendwie eine Rakete noch drauf zu hauen. Ich denke mal, das wird hoffentlich der letzte Alien gewesen sein. Wie aus dem Lehrbuch. Ah, das habe ich mir doch gedacht. Gott sei Dank, sage ich dazu nur. Gott sei Dank. Fliegen wir mal wieder zurück und jetzt werde ich mal langsam die Aufnahme beenden, da Fraps schon wieder anfängt, ein bisschen rumzumuckeln. Ja, wir wissen, dass Panik in Südamerika und Argentinien ausbricht. Dafür hat sie sich ja wenigstens in Afrika abgeschwächt. War ja auch so ein Risikostaat, sag ich mal. Risikostaatländer. Kontinente. Ja, verwundet haben wir auf jeden Fall zwei. Das ist natürlich schade. Aber wir haben auch ein paar Mutons einkassiert. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Behalten mich mal im Auge.
So, wir beenden das Ganze, indem wir jetzt nochmal auf die Karte gucken. Na, sehr viel abgeschwächt hat sich's nicht und wahrscheinlich wird dann beim nächsten Ratsbericht Mexiko oder Argentinien abspringen. Natürlich nicht sehr schön, aber was will man machen? Wir sehen uns, wenn es wieder heißt XCOM Enemy Unknown. Let's play together. Bis dahin. Ciao.